Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seien Sie ganz herzlich begrüßt bei diesem dritten Teil unserer Serie Endzeit, die ganze biblische Wahrheit über Israel. Es stimmt, Israel wurde viel gegeben, aber Israel hat auch viel zurückgewiesen. Viele fragen sich, wie kann Gott weiterhin die Menschen und den Ort lieben, an dem seine Propheten geschmäht und getötet wurden, sein Sohn Jesus verachtet und gekreuzigt, seine Gemeinde bedrückt und verfolgt wurde. Man spricht gerne in diesem Zusammenhang von der Unwürdigkeit der Juden. Diese irrige Vorstellung geht so weit, dass sie behauptet, nach allem, was die Juden Jesus angetan haben, würden sie Gottes Segen und Barmherzigkeit nicht mehr verdienen. Und einige versteigen sich sogar darin, wenn sie behaupten, dass das Jüdische eigentlich nirgendwo so richtig hinpasst. Es ist so völlig anders. Die Juden ecken überall an. So als wollten sie das Strafgericht und die Hölle Gottes herausfordern. Hat Israel nicht seinen Anspruch verloren, als es den verheißenen Christus verwarf? Nein, Gottes Wort sagt etwas ganz anderes. Die Bibel spricht von Erwählung und Berufung. So lesen wir in Römer 11, Vers 28 und 29, im Blick auf die gute Nachricht gilt, sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt, sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter Abraham, Isaak und Jakob sind. Ja, sie müssen zum Glauben kommen, um ewiges Leben zu haben, ganz genauso wie wir auch. Aber auch wir Christen sind ganz und gar auf Erwählung und Gnade angewiesen. Wir verdienen Gottes Gnade genauso wenig wie die Juden. Allein aus diesem Grunde sollten wir uns nicht über die Juden erheben. Unwissenheit und bewusstes Übergehen der Stellung Israels in Gottes Absichten öffnet die Tür für jede Art von Verführung. Unsere Haltung sollte von Demut und Dankbarkeit gegenüber den Juden gekennzeichnet sein. Gott will, dass wir die Geheimnisse der Bibel kennen und vor allem das Herz des himmlischen Vaters für seinen Augapfel Israel. In Jesaja 43 erkennen wir, dass Gott etwas völlig Neues mit Israel vorhat. Israel hat eine große Zukunft. Gott selbst wird alle Widerstände überwinden. Aber Gottes Heilsplan für das Volk Israel hat als abschließenden Höhepunkt die Errettung des ganzen Volkes Israel an einzigen Tag vorgesehen. Israel ist bis heute in seiner nationalen Identität bewahrt geblieben. Und das ist einmalig auf der Welt. Israel ist 1948 als Staat neu erstanden. Zwar als Nation im Unglauben, das ist richtig. Doch am Ende der Trübsal kommt die Nation Israel zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Wen Gott erwählt, den bringt er auch zum Ziel, immer. Nach 1900 Jahren Zerstreuung in die ganze Welt. An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass die Bibel an vielen Stellen von der Rückführung der Nation Israel in ihr Land spricht. Das Problem aber besteht darin, dass man die beiden verschiedenen Anlässe weltweiter Rückkehr nicht sieht. Es gibt aber zwei und deswegen. Erstens gibt es eine Rückführung im Unglauben, die das Gericht der Trübsal vorbereitet. Ihr folgt eine zweite weltweite Rückführung der Juden im Glauben, der mit dem Segen des messianischen Reiches zu tun hat. Wenn man das verstanden hat, erkennt man leicht,
wie der gegenwärtige Staat Israel in das prophetische Zeugnis passt. Die erste Rückführung im Unglauben wird zum Beispiel von dem Propheten Hesekiel beschrieben. Hesekiel 20, Vers 33 bis 38. So gewiss ich lebe, ich der Herr, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und mit mächtigem Zorn werde ich mich als euer König erweisen. Ich werde euch aus den Ländern der Völker, unter die ihr zerstreut worden seid, herausholen. Mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und mächtigem Zorn. Ich werde euch sammeln und euch in die Wüste zwischen den Völkern führen. Dort werde ich euch vor mein Gericht stellen, Aug in Auge. Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen, so wie ich eure Vorfahren in der Wüste Ägyptens zur Rechenschaft zog. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Wie der Hirt seine Herde unter dem Hirtenstab durchziehen lässt, so nehme ich mir euch vor, damit ihr wieder zu dem Volk werdet, das nach den Ordnungen meines Bundes lebt. Alle, die mir ungehorsam waren und sich gegen mich aufgelehnt haben, scheide ich aus meinem Volk aus. Ich hole sie zwar aus den Ländern, in die sie verschleppt worden sind, heraus, aber ins Land Israel werden sie nicht kommen. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Andere Stellen sprechen von der Rückführung Israels im Glauben, die noch vor uns liegt. Zum Beispiel Jeremia 31, Vers 7 bis 10. Der Herr sagt: Singt und jubelt, freut euch mit Israel, dem ersten aller Völker. Preist und Dank, sagt es überall weiter. Der Herr hat geholfen. Alle, die von seinem Volk übrig geblieben sind, hat er befreit. Ja, ich, der Herr, hole sie heim aus den Ländern des Nordens. Ich sammle sie von den Enden der Erde. Blinde und Gelähmte bleiben nicht zurück. Auch die Schwangeren und Wöchnerinnen bringe ich mit. Alle kehren zurück. Eine mächtige Schar. Weinend kommen sie herbei. Sie vertrauen sich meiner Leitung an. Ich führe sie auf gebahnten Wegen, sodass niemand fällt. Ich bringe sie in wasserreiche Täler. Ich bin und bleibe Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Ihr Völker, hört, was der Herr euch sagt. Macht es bis an die Enden der Erde bekannt. Ich war es, der Israel in alle Winde zerstreut hat. Jetzt sammle ich es wieder. Ich beschütze mein Volk wie ein Hirte seine Herde. Im letzten Jahrhundert erlebten wir eine weltweite Rückführung der Juden und die Neugründung des Staates Israel, wie gesagt, im Unglauben. Mit der Tatsache, dass das israelische Staatsgebiet aber jetzt genau dem Schauplatz entspricht, der für das Offenbarwerden des Antichristen und den Trübsalsbeginn erforderlich ist, weist darauf hin, dass von nun an alle weltweiten Entwicklungen prophetisch höchst bedeutungsvoll sind. Die Weltgeschichte kann man am Status Israels ablesen. Nach diesem Exkurs wollen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die wichtigste Verheißung für Israel steht nämlich in Jeremia 31, Vers 35 bis 36. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Deutlicher geht es wirklich nicht. So danke ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
und segne sie von dieser Stelle aus und hoffe, dass wir uns beim nächsten Videoclip wiedersehen.